Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 live Talk Radio. Wir haben eine Themennacht heute und das Thema heißt: Mein Beruf macht mich unglücklich. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, die ihre Berufswahl bereuen und die in und mit ihrem Beruf ganz unzufrieden oder sogar unglücklich sind. Wenn das so zutrifft bei euch und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein Beruf macht mich unglücklich. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Nadine. Und Nadine ist 29 Jahre alt. Hallo Nadine. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Das freut mich auch. Ja. Du sagst das, mein Beruf macht mich unglücklich. Ja, das stimmt. Was machst du vom Beruf? Ich bin Sozialpädagogin, jetzt seit anderthalb Jahren. Ja. Hab mein Studium abgeschlossen, war aber von vornherein ganz unglücklich mit der Wahl. Ja. Aber ich hatte leider keine andere Wahl. Das ist bei mir das Schwierige. Warum hattest du keine andere Wahl? Ich war sehr krank während meiner Schulzeit, kurz vor dem Abitur, bin ich am Knie operiert worden und habe danach nach einer langen, schweren Krankheitszeit mein rechtes Bein verloren. Mhm. Ich bin jetzt Oberschenkel amputiert und war sehr lange krank danach, über mehrere Jahre. Ja, was für eine Erkrankung war das, die dazu geführt hat, dass du amputiert werden musstest? Das ist eine ganz seltene Stoffwechselerkrankung, die eigentlich bei jungen Menschen fast gar nicht auftritt. Ich war damals 19 und die Ärzte haben diese Erkrankung nicht erkannt und haben mich falsch behandelt. Und nach anderthalb Jahren war das Bein so geschädigt, dass man nichts mehr machen konnte. Ich überlege gerade was. Oh, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Du bist noch da. Da hatten wir gerade einen seltsamen Piepser. Habe ich auch gehört. Haben wir beide schon mal miteinander gesprochen? Ja, haben wir. Aber das ist sehr lange her. Ja, bestimmt 2 Jahre zum Thema Ärztefusch haben wir schon mal miteinander besprochen. Wo du mir jetzt die Geschichte erzählst mit dem Bein und der Amputation und der Stoffwechselerkrankung, kommt das so grob in Erinnerung? Ja, genau. Das ist eine sehr schlimme Geschichte gewesen. Ja, das stimmt. Du bist Unterschenkel amputiert, Oberschenkel amputiert. Oberschenkel amputiert, ja. Mhm. Sagst du nochmal, wie viele Jahre du insgesamt dann an dieser Krankheit gelitten hast? Also die Krankheit hatte ich vor der Amputation 1,5 Jahre. Mhm. Ich bin dann amputiert worden mit der Hoffnung, dass es mir danach besser geht, aber es war halt nicht der Fall, weil diese Erkrankung hat mein ganzes Bein betroffen und der ganz stark betroffene Teil ist halt weggenommen worden. Ja. Aber der Rest in dem Stumpf war halt immer noch problematisch. Die Krankheitssymptome sind dann immer wieder aufgetreten und das hat eine Prothesenversorgung unmöglich gemacht in den ersten Monaten und in den ersten Jahren. Mhm. Ich hatte halt sehr starke Schmerzen mit vielen Rückfällen, musste immer wieder ins Krankenhaus und da war halt an Beruf und an der Berufsausbildung nicht wirklich zu denken. Mhm. Also man kann sagen, dass wie viele Jahre du damit beschäftigt warst mit der Erkrankung? 3,5. 3,5 Jahre. Jahre, genau. Bevor wir weiter über den Beruf reden, wie ist das aktuell mit der Erkrankung? Ist die vollständig geheilt und im Griff? Also seit 2,5 Jahren geht es mir sehr gut. Mhm. Ich habe gar keine Krankheitssymptome mehr. Ich hatte das in den letzten Jahren immer auch mal wieder in meinem eigentlich gesunden Bein, in dem linken Bein. Das kommt ab und zu mal vor. Ja. Jetzt geht es mir aber wirklich gut. Ich bin mit einer super guten Prothese versorgt, war in einer Reha-Maßnahme vor 1,5 Jahren. Mhm. Und jetzt geht es mir eigentlich wirklich richtig gut. Ich fühle mich richtig fit. Ja. Und ich schaffe meinen Alltag eigentlich wirklich gut mit Prothese. Ja. So, jetzt zu der Berufswahl. Du hast gesagt, du warst gezwungen, diesen Beruf zu ergreifen, den du jetzt ausübst. Ja, mehr oder weniger. Also ich wollte immer Medizin studieren. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwas anderes wollte und habe dafür immer hart gearbeitet in der Schule und konnte jetzt mein Abitur nicht machen durch die Erkrankung. Und nachdem ich nach 3,5 Jahren dann mit den Krankenhausaufenthalten so weit durch war, fehlte mir einfach das Abitur, Medizin zu studieren. Ich war gerade so lange im Krankenhaus und habe mich auch so als behinderte, nicht vollwertige Frau gefühlt. Ich hatte das Gefühl, in so einem harten Beruf vielleicht auch nicht bestehen zu können durch die Erkrankung, weil ich mich einfach noch nicht so fit gefühlt habe. Und weil ich schon so viel Zeit verloren habe und immer sehr ehrgeizig war, wollte ich einfach irgendwas anderes. Ich wollte einfach jetzt irgendwie loslegen und habe dann überlegt, was ist möglich. Ich hatte die Fachhochschulreife nach der 12. Klasse und habe mich dann dazu entschieden, Sozialpädagogik zu studieren, weil ich dachte, man kann seine Träume vielleicht auch wegdenken mit Vernunft oder
Ja, in der Regel nicht. Merke ich leider auch immer mehr und das wird mir auch immer deutlicher. Du bist jetzt? Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren fertig mit dem Studium und arbeite auch als Sozialpädagogin, aber das macht mich wirklich nicht glücklich. Also immerhin Kompliment, du hast das Studium durchgezogen, du hast es nicht geschmissen und du arbeitest jetzt, wie du schon sagtest, anderthalb Jahre in dem Beruf. Was macht dich in diesem Beruf nicht glücklich? Man könnte auch sagen, das ist eine tolle Sache, da ist ein soziales Engagement steckt dahinter. Ja. Geht vielleicht auch so ein bisschen in Medizin, nicht so direkt, aber irgendwie indirekt schon, ja. Was gefällt dir am Beruf der Sozialpädagogin nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, erstmal erfüllt mich dieser Beruf nicht voll. Er fordert mich manchmal auch nicht genug heraus. Ja, was genau machst du denn? Ich arbeite im Jugendamt. Mhm. Ich habe ein Jahr jetzt direkt im Krisendienst gearbeitet und mache jetzt seit einem halben Jahr etwas in einem anderen Sachgebiet. Ich arbeite mit jungen Eltern, die Betreuungsmöglichkeiten für ihr Kind suchen. Mhm. Ich arbeite viel mit Kindergärten zusammen. Mhm. Schon eine sehr anspruchsvolle und verantwortungsvolle Arbeit. Ja. Es ist auch nicht so, dass mir die Arbeit keinen Spaß macht. Und ich glaube, ich mache meine Arbeit auch gut. Das ist nicht die Frage. Aber ich merke immer mehr, dass mir das nicht reicht. Ja. Dass ich das Gefühl habe, dass ich mehr möchte. Mhm. Und dass ich ganz große Angst habe, dass mich dieser Traum immer wieder einholt. Ja, dass ich mir vielleicht irgendwann vorwerfe, es nicht versucht zu haben. Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn man so einen großen Wunsch in sich hat, so seinen Traum in sich hat, den kann man sich nicht wegdenken. Nein. Nee. Den kann man vielleicht sich wegprobieren, indem man das ausprobiert und es klappt nicht, aber einfach nur theoretisch wegschieben, das geht nicht. So, nun bist du 29 Jahre alt, hast schon ein Studium hinter dir, bist eine engagierte, kluge Frau. Ja. Warum gehst du jetzt die ganze Sache nicht von neuem an? Du könntest doch jetzt sagen, okay, ich habe das gemacht, aber jetzt gehe ich in die Medizin. Das wäre mein absoluter Traum. Bist du denn rein, nachdem du die Fachhochschule absolviert hast, bist du berechtigt, in eine Universität zu gehen danach? Wie ist das? Ja, das bin schon. Ich auf jeden Das heißt, du Fall. Könntest rein formal könntest du in ein Medizinstudium gehen jetzt? Könnte ich jetzt. Auch mein Durchschnitt, den ich im Diplom habe, würde auch sehr wahrscheinlich ausreichen, einen Studienplatz zu bekommen. Ja. Würdest auch eine tolle Medizinerin mit dieser Vorbildung? Das glaube ich eben auch, dass das sehr gut passt, dass sich das gut ergänzt. Ja, was spricht dagegen? Was spricht dagegen? Die lange Zeit des Studiums, ich bin schon 29. Naja. Die Finanzierung. Die Finanzierung ist sicher ein Problem, ja. Und der Mut? Das glaube ich nicht. Nein? Ich glaube, dass du eine verdammt mutige junge Frau bist, weil du so viel auch schon durchgestanden hast, was deine Erkrankung betrifft. Ja, ich würde das auch so gerne weitergeben. Ich glaube einfach, dass mich das sehr stark gemacht hat. Zum Beispiel, ja. Also ich glaube, dass man da schon sehr gehärtet und mutig ist, was das Leben und den Lebenskampf anbelangt. Und du hast dieses letzte Studium durchgezogen. Mhm. Was die Finanzierung anbelangt, da müsstest du dich mal schlau machen, was es vielleicht an Stipendienmöglichkeiten gibt oder an Darlehen oder irgendeine Möglichkeit muss es geben. Ich bin ja mein alter Befürworter des Satzes, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Das hört sich gut an. Geht nicht, gut, das zu hören, geht nicht, gibt's nicht. Das musst du machen, Nadine. Ja. Das musst du wirklich machen. Wirklich. Es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die ihr Leben lang einen Traum vor sich her schieben und diesen Traum nicht einmal versucht haben zu verwirklichen. Genau, das ist ja auch der Punkt, wo ich mir Sorgen mache. Jetzt bin ich noch jung. Jetzt geht es noch. In 10 Jahren ist es zu spät, das ist ganz klar. Ja, mit 29, finde ich, kann man durchaus ein Medizinstudium anfangen. Und du bist sowieso den anderen weit voraus mit deiner Erfahrung, mit deiner persönlichen Erfahrung durch deine Erkrankung und eben auch mit deiner beruflichen Erfahrung schon. Wenn du mit den Abiturienten da zusammen in der Uni sitzt, da kannst du die einstecken mit deiner Lebenserfahrung, die du hast. Weißt du, wie gut es tut, dass man sozusagen man selber einfach noch so ein bisschen am Zweifeln ist, ob es das Richtige ist. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass das Richtige ist. Wirklich, auch wenn wir nur jetzt ein paar Minuten gesprochen haben, die Fakten, die du mir genannt hast, reichen mir aus, das zu glauben, dass das dein Traum ist und den musst du angehen. Den musst du angehen. Das motiviert mich wirklich, dass du das so sagst. Was sagt denn so dein Freund? Hast du einen Freund zurzeit? Ja, wir leben zusammen in einer Partnerschaft. Er weiß auch, dass mir das ganz, ganz wichtig ist. Was sagt er denn? Er ist dann noch ein bisschen zwiegespalten, weil Warum? Er natürlich auch die jetzige Sicherheit sieht, die wir haben. Ja. Dadurch, dass wir zwei gute Einkommen haben, dass ich gutes Geld verdiene, da ist die Vernunft bei ihm etwas größer als bei mir. Nennen wir es die Angst. Ja, okay. Wird das nicht Vernunft nennen? Okay, ja.
Aber also, ich glaube nicht, dass es so wäre, dass er nicht hinter mir stehen würde. Wir haben so viel miteinander durchgestanden die letzten vielen Jahre. Dann ist er vielleicht generell vom Typ her eher ein vorsichtigerer Typ und würde dir dann auch zur Seite stehen, wenn du sagst, ich mache es einfach jetzt. Ganz genau richtig. Das heißt, er hat ein festes Einkommen. Hat er, ja. So, das heißt, da gibt es auch schon eine Absicherung. Und wenn du dann irgendwie finanziell durch irgendwas unterstützt wirst, ist das machbar. Okay. Ja. Mann, Nadine. Ja. Und wenn du in die Medizin gehst, ich bin sicher, da hast du dir auch schon 1000 Gedanken gemacht, in welche Fachrichtung würdest du gerne gehen? Ich würde unheimlich gerne mit Frühchen arbeiten. Mit Frühchen nicht direkt arbeiten. In der Pädiatrie, sondern in der Neonatologie heißt das, wenn man wirklich die kleinen Frühchen betreut. Ich mache gerade eine Fortbildung, da geht es auch um Elternbegleitung in der Klinik. Mhm. Also ich habe schon immer so diesen Weg in die Klinik gesucht, auch als Sozialpädagogin und finde das einen ganz spannenden, ganz faszinierenden Bereich und glaube, da viel bewirken zu können. Ja. Weißt du, mit dem späten Anfang, ich habe neulich im Fernsehen in einer Talkshow Marianne Koch gesehen. Erinnerst du dich an die noch? Sagt dir der Name was? Nein, nicht wirklich. Das war eine berühmte Schauspielerin in den 50er, 60er Jahren. Und dann war die lange im Rate-Team von Was bin ich? Das war auch so eine Quizshow früher mit Robert Lemke. Mhm. Und die war Schauspielerin, war auch durchaus erfolgreiche Schauspielerin, hat mit vielen auch internationalen Stars gespielt und die hatte auch immer den Traum, Medizin zu studieren. Und die hat im hohen Alter von 40 Jahren das Studium noch angefangen und hat es geschafft und hat viele, viele Jahre dann eine eigene Praxis gehabt. Toll. Fand ich immer sehr bewundernswert, weil sie war in dieser Medienwelt halt, die hatte ein gutes Einkommen, die hätte auch weiterhin Jobs als Schauspielerin bekommen, aber die hat dann alles abgesagt und hat sich als Fernsehstar, den damals alle kannten, in die Uni gesetzt und hat genauso gebüffelt wie alle anderen, die gerade von der Schule kamen. Klasse. Ja. Ja. Also, Nadine, du musst es machen, da gibt's gar nichts zu reden. Okay. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Oh, lieben Dank. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, unser Thema heute Nacht heißt, mein Beruf macht mich unglücklich. Wer von euch lebt zurzeit in einem Beruf, von dem ihr sagt, das belastet mich zu sehr, das macht mich unglücklich. Ich habe vielleicht die falsche Wahl getroffen. Damals hat es mich interessiert, aber jetzt, aufgrund der Erfahrungen, möchte ich eigentlich was anderes machen. Aber so einfach ist es ja immer nicht, dann nochmal einen Dreh zu kriegen. Aber das Gefühl des Unglücklichseins in einem Beruf ist schon ein sehr bedrückendes Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass man vielleicht noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte in dem Job arbeiten muss und man eigentlich nicht zufrieden ist und sich vielleicht sogar jeden Tag dahin schleppt und immer den Gedanken hat, ach, könnte ich doch vielleicht was ganz anderes machen. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Jetzt bin ich verbunden mit Frank und Frank ist 39 Jahre. Guten Morgen, Frank. Ja, hi, Domian. Hallo, Frank. Du bist auch unglücklich in deinem Beruf. Ja, also zumindest mit meinem Gelernten. Also im Moment bin ich halt arbeitslos. Ja. Bin gelernter Physiotherapeut und genau das Gegenteil wie deine vorherige Gesprächspartnerin. Ich möchte eigentlich weg von der Medizin. Ja, gelernter Physiotherapeut, auch ein guter Beruf? Ja, sagen so die meisten Leute halt. So von außen betrachtet. So von außen betrachtet würde ich das schon auch so sehen, ja? Ja. Wie viele Jahre hast du in dem Beruf gearbeitet? Jetzt ungefähr 6, 7 Jahre. Okay, dann kannst du dir ein gutes Bild machen und eine Meinung erlauben darüber. Was gefällt dir an dem Beruf nicht? Mir gefällt einmal, sind eigentlich so zwei Pfeiler. Einmal die Scheinheiligkeit des Gesundheitssystems, dass es im Grunde eigentlich auch nur um Kohle geht, um Kohle machen. Mhm. Und die andere Sache ist... Erklär mir das ein bisschen genauer. Wie meinst du das? Ich sag mir jetzt mal zum Beispiel ein kleines Beispiel. Patienten kommen mit Rezept mit 10 Behandlungen. Mhm. Und ich sehe, dass die Behandlung im Grunde genommen schon nach 3 Behandlungen eigentlich abgeschlossen ist. Mhm. Dann ist eigentlich aber schon von dem Praxisbesitzer eigentlich gewünscht, dass man das Rezept dann auch vollendet. Damit man halt eben auch das ganze Geld einstreichen kann. Verstehe, Lug und Trug. Ja, ganz genau. Das ist da eigentlich gang und gäbe. Mhm. Ja, die müssen ja auch gucken, wo ihre Kohle bleibt. Halt, ja. Ne? Und da habe ich eigentlich irgendwie keine Böcke zu halt. Ja. Und des Weiteren? Ja, des Weiteren ist eigentlich bei mir dann das mit den Patienten, dass ich halt, man macht und tut mit denen, sie kommen mit ihren Wehwehchen. Hm. Bei dem Großteil der Patienten ist es eigentlich so, dass sie selber eigentlich in der Hand haben, dass es ihnen besser geht. Hm. Zu einem Großteil. Wir können eigentlich nur unterstützend tätig sein. Mhm.
Ja, und man kriegt irgendwie mit, dass die Leute halt, sie machen halt nichts. Die Übungen, die man ihnen gezeigt hat, werden halt nicht ausgeführt. Die meisten Leute kommen halt in eine Praxis und denken, es ist eine Reparaturwerkstatt, und dem ist halt nicht so. Also du kritisierst die Trägheit der Patienten. Ganz genau, ja gut, so ist halt nun mal auch der Mensch halt. Und, ja, und dann macht dir das keinen Spaß, wenn du nicht mit jemandem arbeiten kannst und in dem Sinne auch nichts zurückkriegst. Ganz genau, man fängt immer wieder von vorne an. Du machst dir die Mühe und dann hängen die zu Hause rum, machen nicht das, was du denen empfohlen hast, und dann kommen sie wieder in die Praxis und du fängst wieder von vorne an. So, mal platt ausgedrückt. Ganz genau. Mhm. Und wie gesagt, der geringste Teil der Patienten, die in eine Praxis kommen, sind halt wirklich ernsthaft krank. Es gibt natürlich wirklich Leute mit Behinderung und Schwerstverletzungen. Von denen rede ich gar nicht halt. Ne? Es geht so für diese... Heißt das für dich, dass dir die Erfolgserlebnisse fehlen in dem Beruf? Ja, ganz genau. Ja, kann man das so sagen? Absolut. Mhm. Also das ist halt einfach frustrierend halt. Also wieder von vorne anfangen. Hast du gekündigt oder bist du gekündigt worden? Ich war zuletzt selbstständig, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon in dem Beruf arbeiten muss, dann möchte ich mein eigener Herr sein. Aber dann musstest du das ja mit den Rezepten genauso machen, was du gerade kritisiert hast. Nö, da habe ich es ja in der Hand, dass ich dann... Aber du hast es nicht gemacht und hast dann freiwillig auf Kohle verzichtet und bist pleite gegangen. Ja gut, deswegen nicht halt. Wir hatten jetzt halt auch noch einen schlechten Standort gewählt halt, und da war das gerade mit der nächsten Gesundheitsreform, da gab es dann halt auch nicht so viele Rezepte und das hat mehrere Gründe gehabt halt, deswegen ist das eigentlich alles baden gegangen. Und im Grunde genommen bin ich im Nachhinein eigentlich froh darüber, dass es den Bach runtergegangen ist. Und du bist jetzt wie lange arbeitslos? Ich bin jetzt ungefähr zwei Jahre arbeitslos. Halt. Und hast dich jetzt in diesem Beruf auch dann gar nicht weiter mehr umgeguckt? Nee, also ich bin zum Arbeitsamt gesagt, habe gesagt, ich mache alles, nur halt eben nicht mal einen eigentlichen Beruf. Nie wieder Physiotherapie. Nie wieder Physiotherapie. Und Stelle ich mir auch schwer vor, wenn man das gelernt hat und da auch erfahren drin ist, dass man dann sagt, nee, mache ich jetzt nicht mehr. Ja. Dazu muss man den Hintergrund aber auch kennen. Also bei mir ist noch die Komplikation, ich bin halt sehbehindert, von Geburt an. Ja, was heißt sehbehindert? Kannst du nicht sehen oder wenig sehen? Nee, der Sehnerv, der ist nicht richtig ausgebildet. Also mir selber sieht man das, also wenn man mich nicht kennt, sieht man mir das nicht an. Mhm. Und das fällt eigentlich erst auf, wenn ich irgendwas lesen muss, dass ich halt eine Lupe benutzen muss. Oder dass sie halt näher vom Fernseher sitzen. Achso, du kannst aber schon so grob kannst du so die Umrisse erkennen. Für mein Verständnis sehe ich eigentlich total normal. Okay, aber also, ist das eine gewisse... Wenn es keine Normalsehenden geben würde, dann würde ich sagen, ich sehe normal. Hast du eine Brille? Nee, die hilft nicht. Die hilft nicht? Nee. Also da gibt es in der Hinsicht keine Hilfsmittel, weil, wie gesagt, der Sehnerv ist halt einfach, also die Zuleitung ist halt defekt. Aber du kannst so ganz normal durch die Stadt gehen, einkaufen gehen und so, das geht alles. Mhm. Da fällt auch keinem auf, dass ich irgendwie was hätte oder so. Ja, so, also kein Bock auf diesen Beruf mehr. Die Maschinerie ist ja im Grunde genommen so gewesen, also ich habe früher, also da muss ich halt ein bisschen zurückgreifen, ich habe halt angefangen, dass ich halt im Grunde um meine Sehbehinderung eigentlich gar nicht so wahrgenommen habe. Habe mich dann halt auch für eine Berufsschule für Farbtechnik und Gestaltung angemeldet. Ich reiß das jetzt mal ganz kurz ab. Was mich interessiert ist, hat dich denn dieser Beruf irgendwann mal wirklich interessiert? Und hast deswegen komme ich da gerade zu. Bei dieser Berufsschule wurde ich dann nach einem Jahr, wurde mir halt gesagt, dass ich das nicht machen kann. Dann habe ich ein paar Jahre lang in Fabriken gearbeitet. Hab mir dann irgendwann gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Und dann kommt man in so eine Maschinerie rein, zum Berufsförderungswerk, da werden einem gewisse Berufe vorgestellt. Ah. Das hat mir alles nicht zugesagt. Ja. Und meine Brüder, die haben halt die gleiche Erkrankung. Und mein älterer Bruder, der hat halt schon mit der Physiotherapie angefangen und hatte mir mal vorgeschlagen, ich sollte mal einen Tag in Mainz, war die Ausbildung, mir das angucken. Ich verstehe. Ob mir das zusagt. Während des Tages habe ich auch einmal festgestellt, dass ich gerade eine Aufnahmeprüfung mache. Und nach 4 Wochen habe ich Bescheid bekommen, dass ich die Ausbildung anfangen könnte. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich halt das. Also du bist ja irgendwie so reingeschlittert. Ja. Wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ja, irgendwie genau. So ein bisschen. So, kein Bock mehr auf Physiotherapie. Ja. Kein Zurück mehr. Das langt jetzt, die 6 Jahre. Was ist dein Traum? Was willst du? Ja, das ist ja auch das nächste Problem, dass ich eigentlich jahrelang eigentlich konnte. Ja, ich habe es eigentlich verdrängt, mir irgendwie Träume irgendwie auszubilden, weil ich immer gesagt habe, ja, ich kann sowieso nicht machen, was ich will. Ganz am Anfang, ich mag halt eben kreative Sachen, oder es wurde jetzt auch mal ein Test gemacht, da wurde festgestellt, dass halt im schreiberischen Bereich so meine Stärken liegen halt. Ich würde halt eben
gern irgendwas mit Schreiben machen oder am Computer irgendwelche Arbeiten. Mhm. Was heißt mit Schreiben? Journalist oder? Journalist, ich habe schon mal an eine Autorenwerkstatt gedacht, halt. Das ist ja leider auch kein Ausbildungsberuf in Deutschland. Ja. Habe auch schon überlegt, mir das selber zu finanzieren, aber es ist schon ziemlich teuer und mit Hartz IV schlecht zu finanzieren. Also irgendwas mit Schreiben? Irgendwas mit Schreiben. Das kann also journalistisch sein, es könnte aber auch sein, dass du einen Krimi schreiben würdest wollen. Ja, irgendwie sowas in der Art. Ist natürlich ein schöner Traum, aber sehr schwierig. Ja, da ist es unrealistisch, dass man da natürlich direkt Geld mit verdient. Ja, dass man davon leben kann. Dass man da vielleicht irgendwann ein bisschen mal verdient, aber dass man davon leben kann, das sind in Deutschland wenige Menschen nur. Ja. Ja, also die so Illusion habe ich ja auch gar nicht halt. Ne? Also ich würde ja auch zum Beispiel irgendwas am Computer machen, weil es da die besten Hilfsmittel eigentlich für Sehbehinderte gibt. Aber das ist doch ein Ansatz. Da könntest du doch irgendwie versuchen, eine Umschulung zu machen. Ja, die kriege ich ja nicht mehr bezahlt, weil im Grunde genommen die Ausbildung zum Physiotherapeuten schon vom Land bezahlt wurde. Ach so, da sagen mir die Ämter halt, das wird halt nicht mehr bezahlt, außer ich hätte einen Nachweis, dass ich meinen derzeitigen Beruf nicht mehr ausführen. Ach so, das heißt, wenn du jetzt irgendwas Neues machst, wenn du irgendwas Neues dir aneignest, musst du das aus eigener Tasche bezahlen oder es irgendwie privat autodidaktisch so hinkriegen? Ja, ganz genau. Und die Ämter tun sich halt schwer, mich da in irgendeiner Art und Weise zu vermitteln. Ich kriege noch nicht mal einen 1-Euro-Job. Das ist eine schwierige Situation. Also ich... Da wäre ja fast zu überlegen, jetzt mal so ganz rein pragmatisch gedacht, dass du, wenn du sagst, okay, ich will irgendwas in diesem Bereich Schreiben, Computer, Lernen, was Neues, dass du nochmal in deinen Beruf zurückgehst, um Kohle zu verdienen und in Form einer Abendschule oder Abendseminare das zusätzlich lernst. Das wäre doch ein Weg. Ist anstrengend, ja, sicher, anstrengend ist es, aber vieles ist anstrengend, wenn man ja, gut, anstrengend ja weniger, also nur es nervt mich halt extrem. Ne? Also ja, schon, aber ich meine, du bist erst 39. Das ist ja auch keine Perspektive, dass du jetzt die nächsten Jahre bis zu deiner Rente nichts machst. Nee, da habe ich ja auch überhaupt nicht vor. Also ich will auf jeden Fall irgendwas machen halt. Ne? Deswegen ist natürlich die Frage, wie man das am besten zusammenkriegt. Dass man halt auch Geld hat und sich ein Umschulen oder ein ja etwas Neues Lernen auch finanzieren kann. Ja. Also ich würde dich da auch, genau wie ich das gerade schon zu Nadine sagte, Frank, wirklich zu ermutigen. Das ist vielleicht dann für eine Weile ein sehr harten Weg. Aber wenn du es gemacht hast, kannst du sehr stolz auf dich sein, weil das eine tolle Leistung ist. Und vor allen Dingen bist du in einem Bereich, der dir Spaß macht. Und das ist ein hoher Luxus, etwas zu machen, wo man wirklich zufrieden mit ist. Viele, viele, viele Menschen sind das nicht. Also erstmal wieder das Übel eingehen, damit man was daraus machen kann. Dann halt. Genau, ja. Ja. Wie auch immer, ich wünsche dir alles Gute und ein entschiedenes Herangehen an deine Träume und deine Vorhaben, lieber Frank. Ja, lass ich mir nur kurz gehen. Besten Dank. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Mein Beruf macht mich unglücklich. Das ist unser Thema. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Paul. Paul ist 30. Guten Morgen. Morgen. Hi, Paul. Also ich hätte gerne eine Pizza und Thunfisch, Salami. Ich habe kein Wort verstanden. Ich hätte gerne... Jetzt ist er weg. Dann machen wir weiter mit Marie. Hallo Marie. Marie? Hallo? Ja. Spreche ich mit Marie? Ja, ist richtig. 30 Jahre alt. Ja, ganz genau. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Marie, was machst du denn vom Beruf? Ach, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, anschließend Berufserfahrung gesammelt in dem Beruf. Später war mir das nicht mehr so ganz von der Herausforderung und von dem ganzen Beruflichen her genug. Und ich habe mich dann später für ein Wirtschaftsstudium entschieden. Mhm. Ja, und habe auch Ende 2006 mein Studium erfolgreich beendet. Gratulation! Ja. Das ist ja nur kein Zuckerschlecken, ein Wirtschaftsstudium. Ja, das ist wohl wahr. Zumal das nicht rein Wirtschaft ist, sondern Wirtschaft und Recht. Und das bist du jetzt Diplom-Volkswirtin oder was bist du? Betriebswirtin. Mhm. Ja, genau. Mhm. Aber ich sag mal so, dass mein Lebenslauf eine total gerade Linie hat, was ja eigentlich sehr nett und sehr schön ist. Aber generell wusste ich mit 16 damals schon nie genau, was ich eigentlich machen wollte. Und ich war ein bisschen planlos. Mhm. Meine Eltern haben ihr Bestes gegeben, aber so richtig auf den grünen Zweig bin ich nie gekommen. Arbeitest du denn im Moment schon irgendwo in einer Firma? Im Moment sagen wir mal nicht mehr. Ich habe nach dem Studium so einiges hinter mir. Und was hast du? Auch sehr viele Negativbeispiele dabei gewesen. Ja. Also was hast du hinter dir nach dem Studium?
Also ich hatte damals meine Diplomarbeit geschrieben und bin aufgrund dieser Diplomarbeit später übernommen worden. Ja, was ja auch immer toll ist, da träumen ja alle von, ne? Dass ja, man generell, alle sagen das. Aber naja, ich bin total unglücklich mit, also weiß ich nicht. Sagen ganz viele und auch einige von unseren Leuten sind noch längst nicht fertig, weil das Niveau halt sehr hoch gesteckt ist. Ja, also bist du in eine Firma übernommen worden und was hast du in dieser Firma gemacht? Ja, ich habe dann eben halt überwiegend Projektmanagement betrieben, war auch in einer sehr schönen Position. Direkt von der Uni in die Firma, das heißt direkt Kohle verdient. Ja, genau. Also da ich jetzt auch 30 bin, das heißt, ich bin recht spät mit dem Studium angefangen, ich war 26. Ja. Naja, aber insgesamt... So, und du hast es jetzt hier, du hast jetzt diesen Job geschmissen. Ja, habe ich. Warum? Also das heißt, die Initiative ging zum Teil von mir aus, zum Teil basierte aber auch die Kündigung auf Missverständnis, aber ganz generell, ich bin total unglücklich mit der Situation der Wahl des Studiums, damit geht das schon los. Kannst du es mir erklären? Ja, das Studium ist sehr zahlenlastig. Normalerweise bin ich überhaupt gar nicht der Zahlenmensch, überhaupt nicht. Eher so der Sprachen- und Reisemensch, sag ich jetzt mal. Aber grundsätzlich habe ich ein großes Problem mit Zahlen. Jeder denkt wahrscheinlich jetzt auch, warum macht die das Studium? Aber nee. Passte halt genau auf meinen Lebenslauf, auf meine kaufmännische Ausbildung. Und wer hatte wer hat dich denn damals in diese kaufmännische Ausbildung reingedrängt? Die Eltern? Nein, gar nicht. Also die haben immer ihr Bestes gegeben, dass ich meinen Weg finde, was auch sehr schön war, aber ich hatte halt keinen Weg. Ja. Ich hatte eine einzige Bewerbung geschrieben mit 16 damals und das war nach der Realschule und ich habe sofort eine Zusage bekommen und habe das genommen, weil ich das ganz interessant fand. Hast du denn während der kaufmännischen Tätigkeit dann auch schon gemerkt, das ist nicht dein Ding? Da noch nicht. Erst während des Studiums? Ja, also sagen wir so, ich bin in der kaufmännischen Ausbildung sehr viel rumgekommen. Ich war in allen Abteilungen, es war eine sehr große, riesengroße Firma und damit habe ich halt sehr viel gesehen und auch dadurch war ich ständig gefordert, ständig was Neues und das hat mich interessiert. So, aber dann kam irgendwann der große innere Einbruch, wahrscheinlich während... Also es war so mit Anfang, Mitte 20, Ende der Fahnenstange. Ich hätte bis zur Rente das gleiche Geld gehabt, die gleiche Position. Es gab keine Aufstiegschancen und keine Möglichkeiten und Perspektiven mehr. Wobei das mich jetzt sehr wundert, wenn man so ein Studium hinter sich hat, gibt es doch unter Umständen enorm gute Aufstiegschancen, je nachdem, in welche Firma du gegangen wärst. Und generell ja. Sagen wir so, mein Studium war jetzt nicht so super gut abgeschlossen. Ja. Es war... Ja, wie auch immer, aber ich habe schon verstanden, dass es einfach nicht dein Ding ist, dass du keinen Bock auf Wirtschaft hast. Das kann man ja auch gut verstehen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Jetzt bist du 30. Genau. Jetzt hast du eine Ausbildung hinter dir, ein Hochschulstudium abgeschlossen. Genau. Was möchtest du machen? Was mit Pferden? Es ist tatsächlich so, ich bin seit Kindheit, frühester Kindheit am Reiten. Das ist auch meine absolute Leidenschaft, Umgang mit Pferden. Tieren, Stall, alles was mit Tieren und Pferdebetrieb zu tun hat, fasziniert mich absolut. Übernehme doch die wirtschaftliche Leitung eines Gestühls. Sehr schön. Ich möchte wirklich direkt an der Quelle bei den Pferden. Wäre das ein Kompromiss? Oder sagst du, ich will auch nicht in einem Gestüt mit Wirtschaft was zu tun haben. Ich will nur mit den Pferden arbeiten. Das wäre mir vielleicht auch schon ein bisschen zu viel. Ja, verstehe. Also bei mir ist das Problem, ich habe eine absolute Abneigung im Moment gegen Anzüge und Schlips und die ganze Pinguinwelt. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ganz des Tages. Finde ich sehr sympathisch. Ich bin krank davon. Es macht mich einfach verrückt. Was kann denn ein junges Mädel so in Sachen Pferde beruflich machen? Ich habe jetzt meinen Trainer C gemacht, bin auch durch vorige Qualifikationen eben halt recht gut mit dem Ganzen durch. Ja. Und ich gebe auch schon seit einigen Jahren nebenbei immer so am Wochenende oder in der Freizeit Reitunterricht. Ach so, das heißt, das könnte ein Hauptjob werden. Ich bin dabei, meine Selbstständigkeit gerade aufzubauen. Ist doch super. Ja, also ich habe es einfach satt, dieses ganze Morgens. Ich habe ja schon um 7:45 auf die Uhr geguckt. Oh mein Gott, es ist noch nicht 5. Das ist ganz schlimm, das kenne ich auch. Das kenne ich von früher auch. Das ist ganz schlimm. Man morgens schon das kalte Kotzen kriegt. Tut mir leid, aber es ist einfach so. Aber sei doch froh und glücklich, dass du so eine Alternative hast, die sogar realistisch ist, von der du dann sogar leben kannst. Ich hoffe es. Also im Moment ist es halt ein bisschen knapp alles, aber es ist ja wie gesagt gerade im Aufbau. Ja, du wirst schon viel weniger Geld verdienen als in dem anderen Beruf. Sehr, die Hälfte wahrscheinlich. Ja. Ne? Aber das ist schon Geld, wenn man unglücklich ist.
Ja, finde ich aber auch, mein Umfeld, meine Freunde sagen auch, mach das, was du Lust hast und wir kennen dich, du mit deinen Pferden, mach das bloß. Aber dennoch hast du das so, wenn während du mir das so erzählt hast, klang da so ein schlechtes Gewissen durch? Ja, ich habe halt sehr viel Geld ausgegeben, das Studium war sehr zeitintensiv, sehr teuer, sehr langwierig und es hat mich wirklich sehr viel Nerven und Zeit gekostet. Weißt du, ich glaube ja, dass man manchmal im Leben unter Umständen auch enorme Umwege gehen muss, die vielleicht viel Kraft kosten, um auf den Weg zu gehen, der einem gemäß ist. Ja, das glaube ich. Dieses geradeaus, ich bin immer ganz skeptisch von Menschen, die ganz geradeaus, wo da alles schon vorprogrammiert ist, mit 18 Abitur und dann das und dann promoviert mit 24 und dann, das ist mir immer ein bisschen suspekt. Mir sind in der Regel lieber die Leute, die Umwege gegangen sind. Weil das ist halt Lebenserfahrung und man lernt ja vielleicht auch während des Lebens viel mehr über sich selbst. Ja, ich habe jetzt einen Pferdebetrieb gefunden, da arbeite ich jetzt morgens und nachmittags und abends. Ja. Also es ist jetzt ein bisschen gestückelt, aber ich nehme das halt in Kauf, weil es mir egal ist. Also ich gehe halt morgens in den Stall, fütter die Pferde, streichel die Pferde, die kriegen dann eine neue Einstreu und dann kommen sie halt, wenn sie satt gegessen sind, auf die Weiden. Ja. Dann fahre ich nachmittags hin, gebe an 2 Tagen Reitunterricht, der sich dann anschließend wieder in die Stallarbeit übergeht. Dann werden die Pferde wieder reingeholt, kriegen Futter. Und du bist froh? Ich bin sehr froh. Und du bist froh und also, glücklich dabei, ja? Ja, nur bei dem Gespräch halt, bevor es halt zu dieser Einstellung kam, warum haben sie denn eigentlich nicht ihr Studium weitergemacht? Das ist ja noch gar nicht so lange abgeschlossen. Das ist ja mal 1,5 Jahre irgendwie her. Ja, aber du hast es ja abgeschlossen, das Studium. Ja, dann habe ich ihm halt gesagt, also tut mir leid, aber für mich ist einfach die Leidenschaft die Pferde und das ist es. Ja, das muss doch jemandem, das muss doch jemanden beeindrucken, der dich anstellt in dem Bereich. Ja, also so ist es halt ein bisschen sehr merkwürdige Richtung, aber... Marie, du musst ein bisschen euphorischer werden. Ich finde das toll, was du gemacht hast. Ja. Ja, du sagst das immer noch ein bisschen mit so einer leidenden Stimme. Ich finde das super. Ich finde es auch sehr, sehr mutig, was du gemacht hast. Toll, wirklich toll, sehr vorbildlich. Ich denke nur immer, vielleicht habe ich ganz schön viel Zeit verloren, dadurch, dass ich Studium gemacht habe und viel Geld auf den Kopf gehauen habe. Ja, aber wenn du es vielleicht vorher abgebrochen hättest, dann würdest du immer sagen, ach, hätte ich das vielleicht doch mal zu Ende gemacht. Aber ja, du hast etwas gewonnen, eine 100%ige Sicherheit und Gewissheit, dass du das nicht machen willst. Das ist doch ein Wert. Das ist ein Wert. Und den hast du jetzt teuer bezahlt, aber nur ist es so, ist es manchmal. Naja, was soll es denn, wenn ich jetzt noch, weitere 10 Jahre sehr schlechtes Gefühl morgens schon, ich kriege das von sonntags abends dann ausschlachten. So, und irgendwann sogar krank wirst. Wie viele Menschen werden wegen ihres Berufes krank? Ja. Also, ich finde es gut, Marie. Ich beglückwünsche dich dazu und wünsche dir viel, viel Erfolg auch bei deiner Selbstständigkeit und viel Spaß mit deinen Pferden. Das hoffe ich doch. Alles Gute. Also, wenn du das meinst, dann will ich das mal für mich mitnehmen. Ja, 100%. Ich meine es wirklich aus tiefstem Herzen ehrlich. Okay. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. 0800 220 50 50. Die Nummer hat auch Manuela gewählt und Manuela ist 37. Hallo Manuela. Hallo Lomian. Hallo Manuela. Hallo. Also ich bin 37 Jahre alt und ich bin Krankenschwester, also seit 20 Jahren kann man sagen, also halt mit meiner Ausbildung zusammen. Ich habe in mehreren Bereichen gearbeitet, in der Intensivmedizin, bin dann später in die Dialyse gegangen und habe eine Fachausbildung gemacht und habe eigentlich, kann man sagen, irgendwie, also bin erstmal so aus der Klinik raus, irgendwie nach der Intensivmedizin, dachte irgendwie in der Dialyse ist es besser, habe bei privaten Arbeitgebern gearbeitet. Und habe so halt festgestellt irgendwie so, dass so dieses Nächstenliebe und Barmherzigkeit und so und das, was einem halt auch in der Ausbildung halt so halt auch mitgegeben wird, dass das halt alles irgendwie völlig für den Arsch ist. Also das ein knallhartes Geschäft in der Medizin. Überall, also nicht nur bezogen auf die Dialyse, sondern auch wo du vorher warst. Auch in der Intensivmedizin. Natürlich, auch. Also, dass da halt irgendwie eine Hierarchie irgendwie in dieser Medizin herrscht, irgendwie, die so total unangetastet ist. Ja, ein bisschen bröckelt es ja mittlerweile. Die so langsam irgendwie, natürlich in den Medien kommt es halt auch mal immer weiter vor irgendwie. Ich meine, die Ärzte stellen sich jetzt hin und sagen, ja, wir machen ja auch Fehler und so. Das ist ja irgendwie so das Aktuelle, aber das ist, wenn ich mir überlege irgendwie so, was in den letzten Jahrzehnten eigentlich an Ärztefehlern passiert ist und was halt auch eine völlig normale Krankenschwester eigentlich so auch kompensiert hat und wo keiner irgendwie... Was ihr mitbekommt.
was ihr mitbekommt. Und auch keiner irgendwie mal geäußert hat. Mhm. Ja. Allmählich äußert man es ja. Jetzt und auch nie, ja, aber nicht nur dieses allmählich. Das, ich finde irgendwie, das ist halt so die Spitze des Eisberges. Glaubst du denn, dass du deinen Anspruch, du hast gerade das Stichwort Nächstenliebe gesagt, dass du deinen Anspruch, Menschen halt in deinem Beruf auch zu dienen und zu helfen, dass du dem nicht Rechnung tragen kannst in unserem Gesundheitssystem? Das ist halt so irgendwie, dass das auch nicht mehr ganz bewusst irgendwie, also vor allem bei den privaten Dienstleistern, also es gibt ja irgendwie diese ganzen privaten Institutionen irgendwie so, dass es, also man soll halt nett und freundlich sein, keine Frage irgendwie. Ja. Was meinst du mit privaten Institutionen? Also Privatkliniken oder Praxen? Aber inzwischen ist es ja eigentlich so irgendwie so, dass eigentlich alle Institutionen in der Medizin halt so... Ja, die meisten Kliniken sind Wirtschaftsunternehmen. Also natürlich sollst du nett und freundlich sein irgendwie, aber es geht halt darum irgendwie so, dass die Hierarchie so extrem und ausgebreitet ist irgendwie, dass du halt auch, also du sollst nett und freundlich sein irgendwie, aber du sollst halt keine Kritik üben. Aha, also... Du fühlst dich da zu sehr unter dem Druck der Hierarchie stehend? Nee, es geht um ganz andere, also es geht halt darum irgendwie so, dass es halt um ganz viel Geld geht. Also dieses ganze medizinische System irgendwie, also in welchem Dilemma stehst du? Wenn du mitbekommen hast, da hat ein Arzt einen fulminanten Fehler gemacht und du darfst deinen Mund nicht aufmachen. Genau. Sowas zum Beispiel. Genau. Das ist für dich schlimm in dem Beruf. Genau. Schlimm ist für dich, dass du wenig, das hast du gar noch nicht gesagt, aber ich frage es mal, dass du vielleicht auch zu wenig Zeit für die Patienten hast? Also es ist so irgendwie, dass in den letzten 15 Jahren das Pflegepersonal mindestens um die Hälfte reduziert wurde. Also ja, du hast zu wenig Zeit. Natürlich. Also es ist so irgendwie, dass das Pflegepersonal um die Hälfte reduziert wurde. Ich frage dann. Die Betten, aber dass die Patienten sich verdoppelt haben, ja. Dass die Kliniken dastehen, dass die irgendwelche Qualifizierungs- oder Quantifizierungssysteme, also die wollen alle irgendein Siegel haben, dass sie halt besonders gut sind. Ja. Dann laufen irgendwelche Qualitätsmanagement-Leute rum irgendwie. Das sind Leute, die noch nie am Bett gearbeitet haben, die mit der Stoppuhr die Leute abrechnen, wie schnell eine Krankenschwester zu arbeiten hat. Dann gibt es irgendwelche Siegel, daraufhin wird zugearbeitet, weil dann gibt es irgendwie wieder irgendwelche anderen Zertifizierungen. Und am Bett und am Patienten irgendwie, das ist alles nur... Das ist nur ein absoluter Betrug. Das ist auch ein Betrug an diese ganze Gesellschaft und an all diese kranken Menschen, die hier irgendwie... Ich merke, du hast so einen Hals. Das ist eine totale große Lüge. Falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, die Manuela hat 20 Jahre als Krankenschwester gearbeitet und sie ist deshalb so aufgebracht. Was heißt das? Du hast 20 Jahre jetzt als Krankenschwester gearbeitet. Willst du raus aus dem Beruf? Also die Frage für mich irgendwie so, halt raus aus dem Beruf zu kommen, irgendwie, was mache ich dann? Also wenn du könntest, so, es ist ein Handwerk irgendwie, also du kommst aus der Schule irgendwie, du kommst irgendwie in eine Klinik, du machst eine Ausbildung. Ich habe ja auch irgendwie, wie gesagt, irgendwie eine Zusatz, also ich bin so halt auch jemand irgendwie, der halt so ein bisschen halt so Zusatz, Zertifizierung halt auch gemacht hat, aber das ist alles eigentlich. Also wenn es jetzt eine Alternative für dich gäbe und du existenziell abgesichert wärst, würdest du rausgehen? Ich würde Floristin werden. Floristin werden? Mhm. Ach. Ja. Das ist ja auch wirklich ein eklatanter Unterschied. Von der Krankenschwester aus der Intensivmedizin zur Floristin. Auf jeden Fall. Mich erschreckt das, was du erzählst, was du auch eindrucksvoll erzählt hast. Wir alle, die wir so mit Krankenhäusern irgendwie indirekt oder direkt zu tun haben, ahnen das ja, wissen das ja auch, was du gerade erzählt hast. Weißt du was? Die ganzen
also ich spreche echt wirklich jetzt für alle Krankenschwestern und Krankenpfleger und alle Leute, die wirklich in diesen ganzen Kliniken echt ihr Bestes geben und hochqualifiziert sind. Die haben, weißt du, irgendwie heutzutage ist eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger niemand mehr, der mal einen Blutdruck misst. Das sind Leute, die mit hochqualifizierten Maschinen arbeiten, mit Computern umgehen können, die wirklich eine hochqualifizierte Leistung so, zum Menschen. Ich unterbreche dich mal, weil du bist ja so in Fahrt, da du könntest ja jetzt richtig loslegen, noch weiter. Und die Leute werden bezahlt, als wenn sie Friseure oder Friseurinnen wären. Ja, ich gebe dir völlig recht. Da keine Alternative da ist, wirst du weiter in dem Beruf arbeiten. Dann wünsche ich dir, Manuela, du bist eine engagierte Frau. Dann wünsche ich dir, dass du über den berechtigten Zorn dennoch den Menschen nicht vergisst, mit dem du es zu tun haben wirst. Und das wirst du auch nicht, das glaube ich. Sowieso nicht. Bitte? Also das sowieso nicht. Das nicht, sowieso nicht. Mhm. Ich weiß um die Schwierigkeiten der Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten. Und ich sage es ja immer wieder und immer sehr gerne, dass ich hohen Respekt vor euch habe. Und macht bitte weiter so, wir brauchen euch. Ich freue mich, dass du angerufen hast, Manuela. Wünsche dir alles Gute und alles Liebe und viel Kraft für deine Arbeit. Bis dann. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt, mein Beruf macht mich unglücklich. Wenn das bei euch so sein sollte, dann meldet euch, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Mein Beruf macht mich unglücklich. Hier ist Thomas. Thomas ist 25. Guten Morgen. Hallo, Thomas. Hallo. Ja, hallo. Du hörst mich? Ja, genau. Ja, das ist gut. Schön, dass du da bist. Ja. Was machst du im Beruf, Thomas? Ja, ich bin bei Berufsfeuerwehr. Ich bitte dich mal, den Fernseher oder das Radio, den Ton ganz runter zu... Ja, ich schalte den Ton runter. Ja. Das müssen wir immer wieder sagen, aber das wird auch immer so bleiben. Ja, das, ich glaube, das geht aus den Köpfen hier raus. Ja. Also du bist bei der Berufsfeuerwehr? Ja, genau. Wie lange schon? Seit 2-3 Jahren. 2-3 Jahren. Und der Beruf macht ja keinen Spaß. Ja, was heißt keinen Spaß? Also, Spaß ist vielleicht nicht das richtige Wort bei dem Beruf. Also ja, der Beruf sagt dir nicht Spaß so zu. Spaß macht das schon, aber das ist dieses Schichtsystem und die Familie, also eher Freundin, sag ich mal. Mhm. Wie kam es denn, fangen wir mal vorne an, wie kam es denn zu der Entscheidung, dass du dich für diesen Beruf gemeldet hast? Es fing so an, dass bei uns in der Nähe mal ein Unfall passiert ist und ich glaube, da habe ich das zum ersten Mal gesehen oder das erste Mal realisiert, dass es sowas gibt und ich dachte, oh, Menschen, die helfen, ist ja was ganz Tolles und das wäre ja was für mich. Und du hast da macht man eine regelrechte Ausbildung. Ja, ganz klar. Wie nennt man das? Was bist du? Was ist deine offizielle Bezeichnung? Also meine offizielle Bezeichnung, Berufsfeuerwehrmann, ganz normal, mit Rettungsassistent-Qualifikation. Ah ja, ja. Also sprich auch Feuerwehr und Rettungsdienst. Ja. Der wird bei uns mit in der Feuerwehr integriert. Wie viele Jahre dauerte die Ausbildung? Die dauert 2 Jahre. 2 Jahre. Während der Ausbildung? Also ich bin Brandmeister, sagen wir es mal so. Ja, während der Ausbildung hast du da so gedacht, ach, das ist schon mein Ding hier, was ich mache? Ja, also die Ausbildung macht relativ viel Spaß und das ist alles kein Thema. Gut, die sportlichen Anforderungen, die Tests, die haben es in sich, aber das ist alles machbar. Ja. Und wie es nach und nach dann zu den Einsätzen kam und so, da dachte ich mir so, ist das wirklich und hin und her, wie auch immer. Was war es denn, was das Ganze so ein bisschen zum Bröckeln gebracht hat? Ja, also wie gesagt, es fing an mit diesem Schichtsystem, diese 24 Stunden Dienst und 48 Stunden frei und dann wurde das alles geändert, diese Tarifverträge und dann kam der Rettungsdienst dazwischen, den ich dann ja auch verrichten muss und der ist nichts für mich, weil man sieht da schon Sachen, die, ich sag mal, der normale Mensch nicht sieht. Sehr schlimme Sachen. Ja, also... Sehr furchtbare Sachen. Ja, also... Natürlich. Es hält sich im Rahmen. Also man macht auch, ich sag mal, spaßige Sachen mit, wo man auch mal drüber lachen kann oder so. Na gut, aber du bist im Rettungsdienst ja auch dann bei Autounfällen? Ja, genau. Mhm. Also wir waren letztens auf der Autobahn beim Verkehrsunfall und Fahrer, Beifahrer und so, Fahrrad überlebt, Beifahrer, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht weiterverfolgt.
Nur das Kind, was hinten in der Schale saß, das hat im Unfall nicht überlebt. Hat nicht überlebt? Nee, also war zuerst der Anschein und wir haben es versucht wiederzuholen, haben es nicht wiederbekommen. Wie alt war das Kind? Puh, ja, 1,5 bis 2 Jahre, ja, glaube ich. Ja. Also man konnte es nicht schätzen. Das sind natürlich Eindrücke, die man sehr wohl mit nach Hause nimmt dann. Ja, natürlich. Und ich meine, die Freundin zu Hause will sowas nicht hören. Man plant ja selber eine Familie oder wie auch immer. Und das ist klar, dass die Freundin das nicht hören will. Mhm. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal so die äußeren Umstände mit Schichtdienst und wie diese Arbeit organisiert ist, aber auch die Inhalte, dass die Inhalte, mit denen du da konfrontiert wirst, dass die dir sehr schwer zu schaffen machen. Ja, genau. Also das Schichtsystem ist gar nicht mal so das Problem. Also ich glaube, da fuchst man sich irgendwie rein. Mhm. Aber so das, was man halt sieht. Also man ist, glaube ich, zur Berufswahl gegangen, um Feuer zu löschen. Ja. So kennt, glaube ich, jeder, ich spreche, glaube ich, im Namen aller Freiwilligen. Ja. Und Verkehrsunfall sieht, glaube ich, niemand gerne. Aber das ist ja eben dann bei dir gekoppelt an den Beruf des Rettungsassistenten. Das ist ja dann ein Bereich. Das ist ja sozusagen diese kombinierte Ausbildung. Genau. Also, du hast gerade eine Andeutung gemacht, was die finanziellen Sachen betreffen. Bist du mit der Bezahlung zufrieden oder ist das auch sehr mager, was man euch gibt? Also die Bezahlung, die ist eigentlich in Ordnung. Mhm. Also hält sich eigentlich ein Rahmen, also da kann man nicht drüber meckern. Also man ist beamtet und wie auch immer, also sichere Arbeitsplätze durchaus, da kam keine Frage. Also, ja. Also fokussiert sich das Ganze schon auf letztendlich auf die Eindrücke, die du sammelst. Ja, genau. Was ist das Schlimmste, was du bisher hast sehen müssen als Rettungsassistent? Oh ja, also ich kann mich daran erinnern, wie mal jemand unterm Zug gekommen ist. Oh weia. Das war jetzt vor einem Jahr, also ja gut, da macht man auch nicht mehr viel. Das heißt, du bist dann so jemand, der mit den Kollegen zusammen die Reste des Menschen aufsammeln muss? Nee, aufsammeln tun wir nicht. Also es kommt drauf an, wenn ich jetzt Rettungsdienst fahre und der Löschdienst ist unterwegs oder der technische Dienst an der Feuerwehr, die machen das dann mit der Polizei zusammen. Mhm. Aber ihr seht es. Ja, natürlich sehen wir das. Also wir sind durchaus einer der Ersten, die an der Unfallstelle irgendwie dran sind. Hm. Und wenn wir dann merken, ja, hier können wir nichts mehr machen, wir sind wieder frei, also melden wir uns wieder Einsatzbereich für den nächsten Einsatz. Also kommt auch schnell was. Ohne jetzt, wir müssen das nicht im Detail besprechen, aber was für ein Bild ist dir hängen geblieben nach diesem Einsatz, als der Mensch vor den Zug sich geworfen hat? Ja, was da hängen geblieben? Also erstmal dieses Bild, also man sah den Zug, also der stand irgendwie, weiß nicht, einen Kilometer weiter. Mhm. Und vom Zug haben wir eigentlich nur die Rücklichter gesehen. Und dann eben halt, das war ein Bahnübergang. Mhm. Also da bleibt nicht mehr viel übrig. Bitte? Also man kann schon einiges erkennen, aber... Also von dem Mensch bleibt nicht mehr viel übrig? Nee. Der wurde auch frontal erwischt. Also. Ja. Wenn du sowas erlebt hast und du sagst, deine Freundin will das gar nicht hören, nimmst du das denn ganz für dich alleine mit nach Hause und machst das mit dir alleine aus? Nee, also ich habe schon Freunde, die da rüber mit mir reden, weil ein Kumpel von mir, der ist beim BGS und der versteht das Ganze schon. Mhm. Der hat einen BGS, was ist das? Das ist der Bundesgrenzschutz, ich glaube, die heißt. Ach so, ja, klar. Mhm, ja. Mhm. Ja, und der hat auch schon sowas gesehen und mit dem kann ich darüber reden. Ja. Ich möchte das auch gar nicht irgendwie meine Freundin hier drüber unterhalten, aber wenn sie das nicht wissen will, dann kann ich das durchaus akzeptieren. Ja. So, aber nun bist du 25 Jahre alt und erst, was hast du gesagt, zwei, drei Jahre ungefähr in dem Beruf. Ja, genau. Und wenn du jetzt schon so belastet darüber sprichst, geht das ja eigentlich nicht, da kannst du ja nicht alt werden in dem Beruf. Ja, das stimmt, das kommt noch erschwerend hinzu. Also es ist schon eine Tätigkeit, die auch auf den Rücken geht und alles, ne? Wenn man dann, ich sag mal, banal den Patienten jetzt aus der Wohnung tragen muss und irgendwo hinbringen muss. Okay, es geht auf den Körper und es geht auf die Seele. Ja, natürlich. Wie soll es denn weitergehen? Willst du denn das jetzt denn trotzdem weitermachen oder überlegst du irgendwie doch umzuschulen noch oder was anders, in andere Richtung einzuschlagen? Also ich habe da schon mit
Kollegen darüber gesprochen und ich sehe das selber so, ich werde da, glaube ich, weitermachen. Die sagten alle, ja, alle anfangen schwer, man muss erstmal dran gewöhnen. Aber das sagen dann noch immer diese älteren Kollegen, also die schon einiges gesehen haben. Ja, ja, da tu dich mal nicht so. Und ne, das ist schon, das wird schon, ob ich daran festhalten kann oder nicht. Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen, genau. Okay, du, das ist ja dann auch, kann man ja sagen, erst zwei, drei Jahre. Vielleicht findest du ja doch relativ noch, jung. Ne? Noch relativ jung, ja genau. Vielleicht findest du ja einen Zugang. Und wenn es überhaupt nicht geht, kannst du ja immer noch die Notbremse ziehen und irgendwie versuchen, was anderes zu machen. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Ja. Thomas, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Und wünsche dir alles Gute in deinem Beruf. Ja, danke schön. Tschüss. Jo, tschüss. Richard, 29, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Richard. Was machst du vom Beruf? Ich bin noch nicht berufstätig, aber ich studiere noch, und zwar auch Medizin. Mhm. Ich merke gerade, dass deine Sendung sehr medizinlastig ist. Ja. Und ja, mein Unglücklichsein bezieht sich eigentlich mehr oder weniger auf das Studium und das Drumherum. Und wenn ich auch etwas weiter in die Zukunft blicke, was einem heute als zukünftigen Klinikarzt begegnet, kann einem eigentlich in Deutschland nur schlecht werden. Mhm. Und da kann ich mich dann, meinen Vorrednern, das war der Physiotherapeut und auch jetzt die Krankenschwester, ja, den Manuela, eigentlich nur anschließen. Wie weit bist du im Studium? Ich komme jetzt ins 9. Semester. Mhm. Ja. Hast du eine Fachrichtung schon im Kopf, die du machen möchtest? Auf jeden Fall, ich denke schon irgendwie chirurgisch. Ja. Was genau, weiß ich noch nicht, ob am Bewegungsapparat oder die Chirurgie in den Eingeweiden oder auch vielleicht mit kleinen Kindern, irgendwie Kinderchirurgie, das weiß ich so noch nicht. Sind die äußeren Gegebenheiten unseres Systems, unseres Gesundheitssystems der Grund, dass du gebremst bist oder in Zweifeln kommst? Oder sind es auch die Inhalte des Studiums und der Medizin? Ja, es sind eigentlich viele Faktoren. Ich müsste mein Unglücklichsein vielleicht in mehrere Abschnitte gliedern. Mhm, mach mal. Zum einen muss ich sagen, das verschafft mir auch ein kleines bisschen Gewissensbisse, wenn ich mich an die erste Rednerin, an deine erste Anruferin erinnere, die gerne Medizin studieren will. Mhm, es war eigentlich so, dass ich nie Medizin studieren wollte, so richtig. Warum hast du das denn gemacht? Es war so, dass mein Vater Mediziner war. Ah, das alte Lied. Papa ist Arzt, Sohn wird Arzt. Es aber nie so gewesen ist, dass er es wollte oder so. Aber ich hatte immer das Gefühl, als wird es mir so übergestülpt. Mhm. Er hat es nie direkt gesagt, aber so indirekt, intuitiv, lag so in der Luft. Nee, also er hat mir immer so die Vernunftsaspekte beibringen wollen. Ja, so nach dem Motto, ja, du wirst halt jede Gesellschaft, also es ist eine krisensichere Arbeit, du wirst jede Gesellschaftsform überleben, du wirst immer gut für dich und deine Familie sorgen können. Also im Klartext, Menschen machen Medizin. Ja, okay, aber er hat mich nie gezwungen. Oder? Nein, natürlich. Er wollte, dass ich mich einfach vielleicht auch dafür begeistere. Er wollte, dass du dich auch rational dafür entscheidest. Deswegen hat er dir die guten Argumente an die Hand gegeben. Wenn ich, ja, so kann man es sehen. Ja. Und wenn ich im Urschleim anfangen würde, dann kommt es sogar noch von meiner Oma so ein bisschen herab, die das immer so ein bisschen gedrängt hat. Mhm. Also von der Mutter meines Vaters, die das immer noch so ein bisschen so gesteuert hat. Mhm. Was waren denn so, ja, zu Abiturzeiten zum Beispiel, deine Träume, wenn du so hättest ganz frei für dich entscheiden können, wohin gingen die? Das Problem war, dass mein Vater ein Niedergelassener war und das passierte so, da war ich noch gar nicht im Abitur. Und ich erinnere mich heute noch, wie damals zur Eröffnung der Niederlassung, die ganzen, viele der meisten Gäste sagten immer, ja Richard, und was willst du mal machen? Und Richard, und guck doch mal, und das ist ja auch für dich und Mensch, deine Eltern. Und ich bin immer völlig erstarrt gewesen. Also ich hatte den Eindruck, nie frei entscheiden zu können. Du hast dich gar nicht getraut, über anderes zu träumen. Richtig. So, jetzt bist du 29, bist schon sehr weit im Studium fortgeschritten. Ja, allerdings muss ich dazu sagen, auch ein bisschen mit Zeitverzug. Also ich habe mal gute 2 Jahre verloren, was allerdings daraus resultiert, dass mein Vater inzwischen verstorben ist. Mhm. Ja. Und damit ist natürlich auch mein Antrieb weg gewesen, ja. Was wäre denn, wenn, gut, wir sind alle Vernunftsgründe mal zur Seite, du bist ja schon so weit im Studium und hast viel Geld investiert und weiß ich was, wenn du so mit dem Finger schnippen könntest. Gäbe es einen Bereich, in dem du dich gerne sehen würdest? Ja, irgendwelche sinnvollen Projekte irgendwo weltweit. Vielleicht irgendwo
ich sag jetzt mal irgendwas in Südamerika oder in irgendwo in Brasilien, irgendwas, wo man auch wirklich so was Sinnvolles schafft. Ja, aber Mensch, Richard, da hast du doch nur wirklich, hättest du mit deinem Studium, wenn du es absolvierst, hast du doch die optimale Voraussetzung. Vielleicht ist es auch so, dass ich... Geh doch als Arzt in die dritte Welt. Was Sinnvolles kannst du gar nicht machen. Ja, das habe ich auch schon so in etwa überlegt. Ich habe mich auch schon im Internet erkundigt. Ja. Über diese sogenannte, es gibt da so eine Organisation, für die ich jetzt nicht unbedingt Werbung machen möchte, aber die fahren das ein bisschen zum Beispiel mit so Operationsschiffen an Afrikas Küsten entlang. Es gibt zahlreiche Organisationen, die so sehr, sehr sinnvolle und gute, wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten. Ja. Der zweite Punkt des Unglücklichseins war eigentlich dieser vorklinische Studienabschnitt. Ich weiß nicht, ob du das Studium so ein bisschen kennst, wie das gegliedert ist. Erklär es uns, ja. Ich kenne es, aber erklär es nochmal. Also sind so insgesamt 6 Jahre halt. Mhm. Davon sind die ersten 2 Jahre halt, das nennt man Vorklinik. Mhm. Also das hat nichts mit diesen Fächern zu tun wie Chirurgie, Neurologie, sondern beginnt einfach wirklich mit Anatomie, Physiologie und Biochemie. Mhm. Und das ist echt der Hammer. Also, ich habe einige Freunde, die haben sehr, sehr geklagt, als sie in dieser Zeit waren. Sehr. Und also bis dahin heißt es wirklich echt nur Steine kotzen und also es gibt nur klare Termine, wer kriegt es bis dahin irgendwie alles rein in den Kopf und wer kotzt es zu diesem Zeitpunkt genau wieder aus? Okay, das hast du aber nur hinter dir. Okay, ja, das habe ich hinter mir. Gibt es denn jetzt so schon Sachen, wo du auch mit großem Interesse und mit Neugier auch dran sitzt und denkst, ach, ist schon eine spannende Sache, mich da reinzuarbeiten? Ja, schon die Chirurgie. Ja. Aber was ich auch sagen muss ist, Und jetzt kommt der dritte Teil des Unglücklichseins. Vorher war es die Vorklinik, jetzt ist es ein bisschen die Klinik. Wenn man das mal so beobachtet, es geht wirklich gerade auch an den Universitätskliniken, und vielleicht bin ich da gerade prädestiniert dafür, es geht wirklich nur noch um Betitelung, ich habe so und so viel publiziert, ich habe so und so viel geschafft. Das ist noch nicht mal alles auch ehrlich geschaffen, weil einer vom anderen auf Deutsch gesagt abschreibt. Es geht nicht mehr um den Patienten. Der Idealismus ist für mich verloren gegangen. Mhm. Gut, das kannst du ja so beobachten. Deshalb musst du deinen Idealismus ja nicht verlieren. Das stimmt. Wenn du ihn hast. Und wenn du ein solches Ziel vor Augen hast, eventuell irgendwo in fernen Ländern an solchen Projekten mitzuarbeiten, kann man ja sagen, Augen zu und durch. Also es geht mir zum Beispiel darum, dass man wirklich noch effektiv etwas für das Leben tun kann. Mhm. Und ich möchte jetzt, um Gottes Himmels Willen, bitte, wenn du das jetzt hörst und auch die ganzen anderen, ich möchte jetzt keine irgendwie zu nahe treten, aber es ist irgendwie so, dass viel auch in Deutschland und gerade in der westlichen Welt vieles Wohlstandskrankheiten sind, die eigentlich, sage ich mal, so nicht sein müssten. Mhm. Also, aber du bist nicht so weit, dass du immer wieder mal kurz davor bist, alles hinzuschmeißen. Oder doch? Jetzt nicht mehr, aber ich war oftmals davor. Ja. Oftmals davor. Wie lange brauchst du jetzt noch, um fertig zu werden? Wie viel Zeit liegt da noch vor dir? Jetzt noch in etwa sozusagen 4 Semester, das sind 2 Jahre. Mhm. Das ist ja überschaubar. Das ist überschaubar und ich habe auch nicht mit 29 keine andere Wahl. Naja, gut, also natürlich hat man immer auch eine andere Wahl mit 29. Aber dann muss der Leidensdruck schon sehr, sehr, sehr groß sein, wenn man das jetzt hinschmeißen würde. Ich fände es auch sehr schade, wenn ich höre daraus, dass du schon ein Mann bist mit einem hohen ideellen Anspruch, den er mit diesem Studium verbindet. Und das ist schade, wenn die Leute hinschmeißen, weil euch brauchen wir, genau so Leute brauchen wir. Das glaube ich auch. Entweder hier in Deutschland oder überhaupt die Menschen brauchen so Ärzte. Ich wollte nachdem, mein Vater war dann auch schwer erkrankt und als ich dann gesehen habe, wie auch dort der Umgang war mit dem Patienten gut, wenn ich das mal so bezeichnen darf, da habe ich mir echt vorgenommen, ich will es eigentlich besser machen, weil es ist ein ziemlich kaltes System. Natürlich. Was ich zum Beispiel auch eine sehr ehrenwerte Sache finde, ist, wenn man als Landarzt irgendwo arbeitet und die sterben ja überall aus. Das ist richtig, aber damit verdienst du auf Deutsch gesagt heute eigentlich kein Geld mehr. Ja, ich weiß. Also wie auch immer, Richard, die Sendung ist rum. Ja. Ich hoffe, dass du es durchziehst. Ja. Okay. Ich glaube schon, so wie ich es den Eindruck habe. Und vor allen Dingen, dass du deine Ideale nicht verlierst. Das ist wichtig. Und dass du die in 10 Jahren und in 20 Jahren immer noch hast. Es hat mich gefreut, mit dir mal sprechen zu können, echt.
Freut mich sehr. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir. Tschüss. In der Technik heute Nacht Thomas Widdig. Morgen 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival, dann wieder mit einer offenen und freien Sendung. Ihr könnt mich morgen anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ich wünsche euch jetzt eine schöne und gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.